seine Jahre gehabt, hat seine Stunden mehr als genug drauf gehabt, also sind dort schon Probleme also aufgetreten und so, dass wieder die Arbeit, also die Gemeindearbeiter wieder sicher mit einem Arbeitsgerät arbeiten können. Das war mir ein Anliegen, dass da ein neuer drauf ist. Gut, weitere Worte mit drüber. Also, ich danke, und sonst sagt keiner da nicht, dass er das in der letzten, ich glaube in der vorletzten Sitzung einmal aufgebracht hat, das Thema, sonst hätten wir heute noch einen Antrag da. Also danke an den Test. Gut. Dann kommen wir schon zum Antrag. Ich stelle einen Antrag, die Gemeinde hat nötige Aufsichtsvergabe und wir können uns das und wir haben ein Kartenholz, bei Kartonskarten plus die Frontlader und der Gänze mit dem Endtausch des alten Kraftfahrsteuers 80-9-17 und Kaufpreis in der Höhe von 66.500 inklusive Mehrwertsteuer beschließen. Wenn Sie damit einverstanden seid, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Dankeschön. Einstimmig. Gut, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10. LED-Straßenbeleuchtung. Und jetzt auch wieder eine Notarungsaufnahme für die schon bereits angeschafften Straßenleuchten und ich darf unseren Magister Thomas Marat bitten, dass er die Darlehensausschreibung kurz erläutert. Ja, im Großen und Ganzen ist eigentlich die Konditionen sind gleich wie beim Traktor, da kann man nichts hinzufügen eigentlich, außer den Beträgen, die haben sich verändert, der Darlehensbetrag ist 17.400. Wie gesagt, die Volksbank wieder mit ihrer beschränkten, die 31.12.2018 Gültigkeit, mit einer Gesamtbelastung von 117,95 gegen 118,83, war wieder rechnerisch zuvor gesagt der bessere. Und gibt es nichts hinzuzufügen zum Erstgesetzmodell. Gut, Dankeschön. Gibt es dazu Wortmeldung, bitte? Die Garantie jetzt für diese Leuchten war wie lange noch einmal? Kann ich da aus dem Stand heraus nicht beantworten. Ja. Was würdest du mir antworten? 10 Jahre. Na, weil mich ist interessiert, dann denkt er auch zum Kredit. Okay. Das 10 Jahre. Ja. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Keine. Dann stelle ich den Antrag, die Gemeinde hat mögliche Zahl des Darlehens zur Höhe von 107.400 mit einer Laufzeit von 10 Jahren zum Ankauf der Gemeinderatssitzung am 19.06.2013 beschlossenen LED-Straßenbeleuchtung zu den vorliegenden Bedingungen an die Volksbank die Boch zu beschließen. Dass damit einverstanden seid, bitte um eine Zeit wieder zustimmen. Dankeschön. Einstimmig. So, dann kommen wir jetzt zur Erweiterung. Das war für den Tagesordnungspunkt 11. Der Anschaffung der Boch zu Unfallerrichtung einer barrierefreien Verfügung und einer barrierefreien Sanitäreinheit sowie Zuwachs neuer Lagerräume. Ich darf unser Bauungsleiter bitten, die Pläne auszuführen. Bitte. Folgendes. Schule und Bau sind wir mehr oder weniger kostenmäßig im Rahmen. Das heißt, wir werden die Kosten, die sozusagen veranschlagt sind, aus dem jetzigen Stand noch unterschreiten. Und jetzt sind wir die Abteilung 6 herangetreten, mit der Fakultät Größer gesprengt wird, dass wir sozusagen die Veranstaltungshalle ja schulisch verwenden. Das heißt, die Schule ist ja behindertgerecht eingerichtet. Die Veranstaltungshalle müssen wir zwar selber als Gemeinde noch adaptieren, aber ist ja genauso zu Schulzwecken, muss sie dann genauso behindertgerecht sein. Und sie hat jetzt gesagt, ja, ist in Ordnung, sie nimmt das als Erweiterung auf. Das ist auch schon eine positive Zustimmung von ihr schriftlich ergangen an die Gemeinde mit der Bedingung, dass die Gesamtkosten nicht überschritten werden dürfen. Und dabei ist jetzt die eine Sache, dass sozusagen da ist der Abgang, der bestehende Abgang. Wie wird der Innentreppe, also einen Innenlift machen, der an der Wand montiert. Das ist dasselbe wie zum Beispiel auch beim Dr. Hörmann, der Stiegenlift, der Treppenlift. Das würde da eingerichtet werden, war da runter. Wir lassen das noch ein bisschen in die Wand einbauen, damit die Mindestweite von 1,40 Meter auf alle Fälle einhält. Dann würden da die Sanitärgruppe in der Form umgebaut werden, dass die Tür ein Stück weiter nach rechts versetzt wird, weil da muss ich die Stufe entfernen, damit die da Rampen zusammenhängen. Das heißt, da passt ja wieder gesetzmäßig die Fehler zusammen, würde dann da, was ich ins Regierampen, was jetzt so der Regieraum ist, den würden wir abtrennen, setzen da sozusagen eine direkte Sanitärzelle ein.
was als Regierung ist, würde man ausrechnen, würden den früheren Teil dann belassen und hätten dann sozusagen da behindertengerechtes WC, die Rampe mit den Treppen, die Lift zur Schulung mit der Verbindung und wäre damit erledigt. Zweite Geschichte, die ich dann auch noch akzeptiert habe, ist, ich habe die ganzen Spülgeräte von der Schule, die stehen irgendwo aber da. Die Absicht ist ja, dass auch die Außenbereiche von der Schule, so die Sprungräume, Laufbahn, dass das Ganze so das mit Kelsen jetzt sozusagen Gemeindigung, die erweitert worden ist, kann man durch diese Einrichtung jetzt immer so gestalten und einrichten, dass er funktioniert, dass man ordentlich die Laufbahn zusammenbringen, dass man Sprungräume zusammenbringen. Und dann brauche ich aber in dem Bereich auch irgendwo einmal Möglichkeiten, dass ich die Gerätschaften abstelle, weil sonst haben wir wohl ordentliche Laufzahn. Aber das mit wieder keiner nutzen, so wie jetzt die letzten 20 oder 25 Jahre der Fall war. Das ist eine tadellose Anlage dort, die zwar von mir nicht den Richtlinien entspricht, aber sie ist nicht nutzbar. Warum? Einfach die ganzen Gerätschaften, die sie im Außenbereich brauchen, müssen sie über die Straßen hin und her tragen, und das macht schon noch kein Lehrer. Also es hat sich keiner Gemüse gefühlt, dass da das Ganze angenommen wird und so wäre jetzt auf der Rückseite, wenn Sie jetzt die Veranstaltungshalle anschauen, wo die Außenabfahrtsrampe ist, das ist so ein Winkel, was ausgebaut ist. Und das wird man einfach in der Rückseite verlängern und dort sozusagen diese Box dazustellen. Das heißt, vom Baukörper her, dass das komplett integrieren, fällt eigentlich gar nicht auf. Und hätte dort sozusagen in der Müllraum dort drinnen und irgendeinen allgemeinen Abstellraum, weil wenn du uns eine Rampe unten anschaust, ist alles andere als wie erfreulich, wie das ausschaut. Und das könnte man alles dort hinten unterbringen, inklusive dieser Spülgeräte oder Grundgeräte, die man die Schule benötigt. Und die Kosten können wir alle jetzt in der Abrechnung mit unterbringen, das heißt den Hallenbahnschleifen, das haben wir jetzt auch schon dort drinnen. Und dann haben wir die Halle eigentlich auf dem letzten Stand, unter dem Motto Schule behindertengerecht ausstatten. Gut, danke für die Ausführungen. Gibt es von eurer Seite her Wortmeldungen zu dem Thema? Ja, ist das angesprochen worden, aber an die Fortschule oder was ist jetzt günstiger von der Finanzierung her ausgefallen als wie geplant? Heißt das nicht, ob ein Kredit oder was beantwortet worden ist, für den Umbau da hernimmt? Also die Mittel, die noch zur Verfügung sind, können wir aus dem Kredit aus dann ausschöpfen. Vom Investitionsdarlehen, genau. Die Volksschule. Sollte es rüberkommen, sage ich jetzt um 50.000, irgendein Betrag rüberkommen, wo die Kosten mehr sind, müssen wir dann halt als Veranstaltungshalle direkt übernehmen. Alles andere, was bis zu die 4 Millionen Platz hat, können wir dort mitbauen unter den Mittelschule. Ja, jetzt ist nur die Frage, die Halle ist in der KG-Verantwortung, oder? Die Halle ist ja das Gebäude nicht. Das Gebäude gehört der Gemeinde und mit der KG hat es gemietet. Und der Gemeinde ist es wahrscheinlich so. Also der Betrieb, also ist gar nichts. Ja, das Gebäude ist Gemeinde. Also gehört nicht Gemeinde. Danke, ja. Weitere Wortmeldungen? Ich stelle den Antrag der Gemeinderat, mögliche Errichtung eines barrierefreien Zugangs und einer barrierefreien Sanitäreinheit sowie den Zubau neuer Lagerräume bei der Veranstaltungshalle betrifft, gemäß dem vorliegenden Entwurfsplan vom 12.11.2013 beschließen. Die Finanzierung der Zu- und Umbauarbeiten erfolgt unter Berücksichtigung der täglichen Nutzung durch die Volksschule Epoch, Bewegung und Sport etc. Und das Darlehen zur Generalsanierung der Volksschule Epoch, wobei die Kosten für die Volksschule heute einzuhalten ist. Was den Antrag gehört? Darf ich noch kurz was ergänzen, damit kann man einen Antrag machen? Bitte, Robert. Gut, was? Nachdem du vorher gesagt hast, dass auch im Zuge dessen die Böden abgeschnitten werden. Sind schon. Von der Halle. Okay. Jetzt nur eine Frage von wenn man das Ganze von der Seite sieht, wenn Veranstaltungen sind, beispielsweise wenn im Geräteraum eine Bar aufgestellt ist und dort das Spülbecken ist, jetzt nur zum Thema Spülbecken, dann ist das, ich sage mal so, antiquarisch, dass die Flüssigkeit, die drin ist, in einer Tauchpumpe rausgepumpt werden müssen. Also das entspricht nicht mehr, glaube ich, der Zeit, wie man... Dass man das adaptiert, man. Zum Beispiel, ja, dass man an solche Maßnahmen denkt. Guter Hinweis, danke Roman, wir werden es auf jeden Fall einfließen lassen.
dass man das sinnvoll so adaptiert, dass man es nicht kennt. Dass man es sinnvoll auf jeden Fall nutzen kann. Danke. Bitte nicht zusammen. Es geht aber dann nur, wir müssen da dann so wie ein Langhebel werden einbauen. Und ein paar kleine Pumpstationen rein. Mit der pumpt man es dann ohne, weil so in der Richtung Boden drauf. Und ist es nicht gemacht worden bis jetzt. Aber machbar ist es. Das geht rein. Beate, du wolltest nur was sagen, bitte. Es ist sehr lobenswert, dass man aus dem Kredit für die Volksschule schöpfen kann. Und was ich nicht verstehe, ist, dass das wieder nur eigentlich teilsaniert worden ist, weil ja die Fenster alle nicht ausgetauscht worden sind. Bei der Schule? Also es ist ja, es ist zum Beispiel dort, wo es relativ gezogen hat, sag ich einmal, genau dort in dem Raum ist, sind die Fenster nicht ausgetauscht worden. Darf ich? Bitte. Die Fenster! Die Fenster selber, die Fensterflüge, wenn du es anschaut, die sind in Ordnung. Weil so hast du ja gesagt, komm, außer mit den ganzen Fenstern nur, die Fenster sind in Ordnung. Das Problem, das was man. Das ist das Gesamtbild. Ich meine, das ist ja auch nicht schön, wenn ich da braune Fenster habe, auf der anderen Seite habe ich weiße Fenster. Entweder tausche ich das alles aus oder ich lasse es bleiben. Aber nicht dort ein Stückchen ausflippen, da wieder ein Stückchen flippen. Also ich hätte das. Eins möchte ein Gemeinderat schon ganz klar sagen. Der Schuh ist nichts gepflegt. Die Fenster, die jetzt sagen, sind die braunen, die sind momentan noch braun, die werden weiß. Sie werden weiß. Die werden zumindest weiß. Das war schon fast so gut. Sie werden weiß gestrichen, es bleibt nicht so. Aber nur die Schule, muss ich ganz wirklich sagen, das ist wie ein Neubau. Es ist die gesamte Elektroinstallation neu, es ist die ganze Sanitär- und Heizungsanlage ist neu drin, bis auf die Radiatoren. Und da auch teilweise, wir haben Lüftungsanlagen bzw. Klimaschichten wieder eingebaut. Also, da sind wir sind dort von der Qualität her wie ein Neubau. Und wenn Sie es jetzt, also wenn wir jetzt dann fertig sind, wollen Sie es anschauen. Aber es ist von dem her, muss ich sagen, die Schule ist sicher vom letzten Stand. Nur bei dem Fenster, den wir es drinnen lassen haben, dort habe ich selber ein paar Mal geschaut, dass man selber im Morgenkleid ist, ich werde da Fenster drin lassen, das ich vielleicht in 5 Jahren oder was weiß ich, wann rausreiße. Aber es ist nicht so. Die Fenster sind wirklich in Ordnung. Nur die Bauteilanschlüsse, das heißt der Fensterwandanschluss, der ist zum Durchschauen gewesen. Das war das Problem. Das auf der Seite die ganzen Anschlüsse, da sollte nie eine Anschlüsse geben. Und die haben wir jetzt aber wirklich abdichtet, dass das passt. Danke. Andreas, bitte. Das hat einmal die Infrarotaufnahme gemacht. Wäre nur technisch. Die haben es vorher gar nicht machen brauchen. Das war zum Vermuten, wie es ausschaut. Das ist auch so gewesen. Vom Dach beginnen bis runter. Sind Bauteilanschlüsse derartig mangelhaft gewesen, dass sie einfach gar nicht da waren. Und dort ist grundsätzlich überall das Problem gewesen. Und die Geschichten sind aber jetzt sozusagen von der, also wenn man es jetzt mit der Wärmekühlkamera anschaut, sind wir da von dem, was er sicherlich so dicht, dass das Ding funktioniert, ausgenommen jetzt das Dachgeschoss an, das haben wir repariert, sind wir die Bauteilanschlüsse also B70-seitig aussehen. Und wird natürlich nicht gemacht, weil die Sachen haben jetzt nicht angegriffen. Weil die sind jetzt wirklich so weit saniert worden, dass sie hundertprozentig funktionieren, dass wir keine erhöhten Kosten drin haben, dass es optisch in Ordnung ist, aber nur der Umbau dort ist sozusagen an der Außenhaut, ist dort der Sport drin. Weil das magst du dann, wenn ich wirklich einmal die Topfläche angreife. Gut. Das ist auch immer das Projekt auf jeden Fall. Danke, Herr Bauungsleiter. Gibt es noch weitere Wortmeldungen zu dem Thema? Keine, mein Antrag habe ich gestellt. Das schreibt man zur Abstimmung, wenn Sie damit einverstanden sind, dann bitte ein Zeichen der Zustimmung. Danke für Ihre Stimme. Gut, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 12, Öffnung Energiepark die Woche. Es hat da bereits mehrere Infoveranstaltungen gegeben. Im Umweltausschuss, glaube ich, hat es eine Sitzung gegeben, im Gemeinderat hat es eine Veranstaltung gegeben, eine Bürgerinformationsveranstaltung wurde auch gemacht und es hat auch eine Aussendung gegeben und auf die letzte Aussendung sind noch ein paar Reaktionen da. Danke. Es hat da auch Reaktionen gegeben, zwei Reaktionen, um genau zu sein. Die Anfrage war, ob es dort Arbeit gibt. Die haben einen Job gesucht, aber sonst hat es eigentlich keine negativen Rückmeldungen diesbezüglich gegeben. Und aus dem Grund sitzen wir heute da in diesem
Antrag jetzt positiv abzustimmen, wenn der Gemeinderat jetzt sozusagen einstimmigen Beschluss kommt, nur unter der Voraussetzung wird dieser Antrag jetzt formuliert. Weil die Betreiber oder zukünftigen Betreiber Energie Steiermark, Saubermacher und Holding Graz seitens der gemeinsamen Grundsatzbeschluss benötigen, vor allem einer Absichtserklärung für die Umwirkung von kleinen und Grundstücken. Jetzt da jetzt von eurer Seite zu diesem Projekt eine Frage. Bitte, Herr Stefan, was bis jetzt im Projekt nie ganz dezidiert gesagt wurde, um welche Grundstücke sich genau handelt. Es gibt noch keine konkreten Grundstücke dafür. Das ist, was da angeht, ist nur ein Teil. Das heißt, irgendwo im Bereich des Industriegebiets soll sich das Ganze noch dann Industriegebiet West. Bitte? Industriegebiet West. Rechts. Auf der anderen Seite hier drüben noch einmal. Ja, von uns aus zählen rechts, wenn man ungefähr das Land hat. Ja. Rechts, ja. Ja, okay. Also, und es gibt sind noch keine Grundstücke gesichert worden in diesem Zusammenhang, würden uns als Gemeinde, würden uns auch keine Kosten entstehen.